So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal sind wir eigentlich noch verwirrt durch die Gegend gestolpert und das machen wir jetzt weiter. Weil uns irgendwo noch zwei Schrifttafeln fehlen. Und wir auch irgendwo noch eine Zora-Hose vermissen. Die auch noch irgendwo hier sein sollte, eigentlich. Meine ich. Es hieß doch im Schrein, da wo der Leune besiegt wurde. Also nicht im Schrein, sondern hier irgend so ein in irgendeinem Ding, das zu Ehren von Link errichtet wurde. Ich habe allerdings blöderweise nichts gesehen in der Richtung. Das verwirrt mich doch schon sehr. Deshalb muss ich jetzt noch weiter verwirrt durch die Gegend rennen. Mist. Und schon wieder die Ausdaueranzeige ignorieren. Ja, hier ist aber auch einfach nichts. Ich versuch's nochmal beim Zora-Dorf. Das müsste wenigstens so in die Richtung gehen. Es hieß doch. Moment, ich guck mir doch mal den Auftrag an. Jatus, bitte folgend hast du zugestimmt, nach Gedenksteinen rund um das Dorf der Zoras zu suchen. Den Stein im Dorf nicht mit eingerechnet, soll es insgesamt 10 von ihnen geben. Noch fehlen der Gedenksteine 2. Okay. Wie gut, dass es extra steht, den Stein im Dorf nicht eingerechnet. Na gut, dann gehe ich halt wieder Richtung Dorf. Der Steinmetz wird ja auch nicht so blöd gewesen. Sag mal, die Vögel. Der Steinmetz wird ja auch nicht so blöd gewesen sein und die. Gedenksteine so weit wie möglich weg vom Dorf platziert haben. Dass man gerade noch so sagen kann, in der Nähe vom Dorf. Das wäre ja schön blöd. Davon hat ja der König nichts. Wir haben zu viel zu tun. Ich renne überhaupt nicht ziellos durch die Gegend. Und einen Plan habe ich ganz sicher. Und nein, ich bin nicht verzweifelt, dass ich jetzt schon anfange zu singen. Na gut. Ich versuche mal irgendwo hier so auf die Statue zu kommen. Von da aus sollte man ja eigentlich so alles Wichtige rund ums Dorf sehen können. Theoretisch zumindest. Hübsch von oben das Dorf. So, ich kann doch bestimmt da oben drauf landen. Ja, das passt. Locker. So groß wie das Ding ist. Sieht gar nicht so groß aus von weiter weg. Ach, da ist noch ein Kock. So. Wie gut, dass ich jetzt von hier aus kein einziges von diesen Teilen sehe. Nicht mal die, die ich schon gefunden habe. Ich sehe gerade nichts, aber stehen zwei so Dinge rum. Zwei so Fackeln. Das könnte ein Versuch wert sein. Na gut. Krogsamen. So. Wo wollte ich jetzt hin? Da hinten.
Pip. Das war nicht das, was ich markiert hatte, oder? Oder doch? Doch, sieht gut aus. Ja, ich glaube, das hat mir noch gefehlt. Dann fehlt aber immer noch eins. Kommentar des... Oh, fuck. Ja, ja, ist ja gut. Das habe ich schon. Ja, hör auf zu labern. Nein, ich bin doch nicht verzweifelt. Wer behauptet denn sowas? Was für eine dämliche Nebenquest. Ganz ehrlich. Denn den Schwachsinn ausgedacht. Und was machst du jetzt hier oben? Nichts. Blöd rumstehen. Ja, das kannst du gut. Oh. Hier war das Ding. Will einer von euch noch was von mir? Oder hat er da hinten vielleicht noch Tipps? Wieso ist hier jetzt eigentlich keiner mehr? Hast du noch einen Tipp für mich? Oh, Link. Was ist? Hast du die Schwierigkeit? Hast du Schwierigkeiten, die Gedenksteine zu finden? Ich kenne mich ganz gut aus in der Gegend. Ich kann dir gerne ein paar Hinweise geben, wenn du willst. Ja, gib her. In Ordnung. Dann lass mich mal scharf nachdenken. Würfel, Würfel in der Hand. Hui. Was hat der denn genommen? Gut, ungefähr hier. Auf dem Bergpfad westlich des Lucida-Damms. Sollten wir es noch einmal versuchen? Ja, bitte. In Ordnung. Im Wald östlich der Dämonenberge. Moment, okay. Im Wald östlich der Dämonenberge. Dämonenberge? Im Wald... Von wo aus gesehen, der Dämonenberge? Ach, Verratswald wahrscheinlich. Im Verratswald. Und das andere war auf dem Bergpass am Lucida-Damm, oder nicht? War es nicht sowas? Lucida-Damm. Ist es jetzt hier der Bergpass? Also das hier. Ja, das ist klar. Also, Moment, ich mach's mal so. Ich kann mich ab danach wieder ins Dorf zurückportieren, wenn ich da nichts gefunden haben sollte. Aber jetzt gucke ich erstmal da. Wie schön, dass da jetzt steht, wie das Kryo-Modul funktioniert. Nein, ich kann Gras schneiden. Ne, erzähl kein Scheißspiel. Diese nutzlosen Hinweise manchmal. Kämpfe. Okay, was war jetzt wo der Wald? Falsche Richtung. Der da. Was genau? Achso, das sind die ersten Fackeln, die da unten leuchten. So, irgendwo in diesem Wald. Was ist das da hinten? Nee, das ist nicht, glaube ich. Irgendwo in diesem Wald, da ist ein Krogsamen. Yeah. 44. Ob wir die irgendwann auch mal noch ausgeben können? Da ist der Weg gleich wieder.
Da ist der Weg schon. So. Ach, Moment, ist das die... Nein, das ist nicht die Stelle, oder? Der starke Extrapunkt tut's ja auch ganz gut. Nehme ich an. Nein. Verdammt. Was, wo? Wo? Nein. Das war doch die Stelle. Heilige Scheiße. Bleibst du gefährlich stehen, wo du hingehörst? Schön in Bewegung bleiben. Habe ich einen von denen eigentlich schon fotografiert? Fällt mir gerade ein, ich glaube nicht, oder? Doch. Sehr schön. So muss das. Hä? Die Truhe habe ich nicht aufgemacht. Sag mal, bin ich geistig abwesend? Wow. Lohnt sich auch nicht wirklich. Oh, ein Elektropfeil. Da hinten stehen noch welche. Gott sei Dank gucken die alle in die falsche Richtung. Noch ein Elektropfeil. Habe ich jetzt die Kiste aufgemacht da hinten? Sag mal. Jetzt weiß ich schon nicht mehr. Ups. Na komm, Link. Steh auf. Du musst nicht eine halbe Stunde auf dem Boden rumrollen. Hier gibt es keine rote Karte für Gegner. Das war der Weg hier. Schön auch, dass es jetzt wieder regnet ohne Ende. Oh. Was machst du denn hier? Ja, super. Oh, was hat er denn in der Hand? Na, weiß ich das? Oh, Soldatenzweihänder. Nicht unbedingt das, was ich brauche. Sag mal, was macht er mit seiner Zunge? Das ist nicht das beste Versteck der Welt. So. Ah, das brauche ich alles nicht hier. Oh. Habe ich die nicht alles schon mal erledigt? War wahrscheinlich vor dem letzten Blutmond. So, jetzt ist nur die Frage, wo zum Teufel ist das nächste dämliche, die nächste dämliche Schrifttafel? Da ist, sag mal, ich habe die Truhe echt stehen lassen. Ach so, da war der Soldatenbogen drin. Boah, was für eine Aufmerksamkeitsspanne habe ich eigentlich? Die von der Fliege oder was? Das kommt mir echt so vor. Hat er nicht gesagt, im Wald? Vielleicht weiter oben hier. Also die Richtung. Er hat doch gesagt, im Wald, oder nicht? Jetzt werde ich bescheuert.
Oh, eine große Maxi-Rübe. Schon wieder. Ja, toll. Das könnte vielleicht die richtige Richtung sein. Oh. Die habe ich nicht gesehen. Die Truhe ist ja noch zu. Sieht ein bisschen aus, als ob die gerade Strategien besprechen. Nein. Sag mal. So, geht doch. Schön. Ah, noch du. Was, meine Waffentasche ist voll, echt? Mit was greife ich gerade an? Achso, mit dem Duo-Exalbumorang. Na, dann schmeiß ich halt so ein Ding noch weg. Nehmen wir dafür neun mit. Wie sieht's mit meinen Schilden aus? Starker Exalschild. Ja, schmeiß ich auch mal weg. Nehmen wir hier neun mit. So, was ist jetzt da oben drin? Ein Saphir. Das ist gut. Nehme ich an. Achso, ich habe gerade echt nicht geblickt, was das ist. Vielleicht bin ich auch im falschen Wald. Oder war im falschen Wald, jetzt bin ich ja gar nicht mehr im Wald. Was ist hier eigentlich für eine Höhle? Und da unten ist doch bestimmt wieder ein Krogsamen. Frostlibelle. Oh. Die habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, oder? So, wo war jetzt die Stelle da unten? Da. Mist. Ja, toll. Na, hier ist nur ein bisschen Erz. Wobei das ziemlich glitzert. Könnte was Wertvolles sein. Wow, das war ziemlich viel. Steinsalz, Feuerstein. Na gut. Ich teleportiere mich, glaube ich, wieder zurück ins Dorf. Ufer der Träume? Hä? Moment, war ich da schon? Das kommt mir gerade ziemlich unbekannt vor. Der Name so. Ah, was ist denn hier? Was bist du denn? Schwimm zu ihm. Was? Trage meinen Brief sicher zu ihm. Oh, hast du auch einen Wunsch an die Wasserfee? Nein, oder? Du hast ja nicht mal einen Behälter oder sowas dabei. Oder? Bist du etwa ein Bote der Wasserfee? Bingo. Das kann doch nicht sein. Du denkst wohl nur, weil ich ein Kind bin, wollte ich alles glauben. Ein Reisender also, das trifft sich gut. Dann habe ich eine Bitte an dich. Folge dem Brief, den ich schwimmen lasse, sprich mit der Person, die ihn findet, und komm dann zu mir zurück. Ich möchte gerne wissen, was für eine Person das ist. Du denkst, ich soll einfach selber gehen? Ja, ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Meine Mutter möchte nicht, dass ich weiter als hier von zu Hause weggehe. Deshalb erfüll mir doch diese Bitte. Findet denjenigen, der den Brief aufhebt, ja? Wenn es sein muss.
Blub. Vielen Dank. Gut, dann werfe ich jetzt den Brief ins Wasser. Bist du bereit? In Ordnung. Du musst gut aufpassen, denn der Behälter ist sehr zerbrechlich. Okay. Gut, ich möchte mal eben schnell als erstes wieder die Zora-Rüstung soweit vorhanden ausrüsten. Also, passt schon. Ah, verstehe schon, okay. Ich muss da hinten erstmal den Weg freiräumen. Moment. Das funktioniert jetzt nicht, oder? Nein. Dann... So. Gut, der Behälter ist noch mit mir unterwegs. Was? Oh, Maxi-Bosch. Okay. Gut, hier geht's jetzt runter. Nein, nein, nicht ertrinken, Link. Oh, voll Idiot. Na super, wo ist jetzt der Behälter? Ich sehe ihn nicht, das ist kein gutes Zeichen. Der ist doch bestimmt weg, oder? Ach doch, da unten ist er. Gott sei Dank. Link. Nein. Ach, Mist. Na gut, immerhin bevor ich draufgegangen bin. Jetzt sind da Vorräte. So langsam manchmal echt. Ich sehe nicht, was da, dass da was ist, bevor es weg ist. Kann ich hier kurz an Land gehen? Ja, gut. Oha. Ziemlich großer Fischschwarm hier. Toll. Zum Glück kann ich keinen einzigen Fisch davon einsammeln. Ja, super, hier kommen jetzt die Gegner dazu. Nein. Oh, was bist du denn? Ach was. Oh, Diamant. Der wertvollste Edelstein, der in Hyrule zu finden ist. Sein Funkeln fasziniert Juliana schon seit uralten Zeiten. Der erzielt unsagbar hohe Preise. Das freut mich. Kein Krog, schade. So, wo ist jetzt das Ding? Was hängt da fest? Ne, arbeitet sich langsam nach links vor, nach rechts vor. Soll aber, glaube ich, lieber nach links. Oder geht's hier weiter? Ne. Ne, hier wird's an. Oder soll das vielleicht hier hin? Ne, das bezweifle ich jetzt ehrlich gesagt. Okay. Dann leg's mal wieder da ins Wasser, Link. Ich guck weiter nach Gegnern. Wie den hier zum Beispiel. Super. Ach, immer diese Bögen. Okay. Meine Güte, wie weit geht's denn hier noch zurück? Oh, da sehe ich noch einen Gegner.
Na, kommst du her? Weh, du tust der Botschaft da unten was. Na also, geht doch. Aber gerade so. So, jetzt geht's da runter und von da aus. Weiter noch da hinten. Oh oh. Na gut, ich versuche mal mit meinem Gut, dann hat kein Drehangriff. So. Botschaft, da hinten. Trifft sich auch nicht ganz gut, dass die hier lang schwimmt. Ich muss sowieso eigentlich noch in die Richtung. Ich frage mich nur, wie lang die jetzt hier noch unterwegs ist. Also ich meine, ich muss dahin, weil da hinten noch ein Schrein ist. Heilige Scheiße. Wieso ist das Ding immer so schnell hier? So. Ritter 2, da brauche ich nicht. Wo ist da? Moment. Den überrasche ich kurz. Na also. So muss das aussehen. Wie weit kann das Ding eigentlich noch bis nach hinten treiben? Naja, eigentlich müsste es spätestens hier aufgehalten werden, oder? Oder geht's noch weiter in die Richtung? Ups, das wollte ich nicht. Was genau war der Auftrag nochmal? Folge dem Brief, ohne ihn aus den Augen zu verlieren, und sprich mit demjenigen, der ihn aufhebt. Der Behälter scheint empfindlich zu sein, also pass auf, dass er nicht kaputt geht. Solltest du den Brief aus den Augen verlieren, kehrt er zu Fine zurück. Ja, nö, ich hab ihn hier noch. Ich frage mich nur, wie lange das Ding noch unterwegs sein wird. Die Folge ist schon 29 Minuten lang. Ich wollte eigentlich keine ewig lange Pause machen, um das Ding jetzt, sonst verliere ich das Ding aus den Augen. Okay. Hier scheint es wieder gefährlicher zu werden. Mist. Gut. Passt soweit. Das da muss ich kaputt machen. Na, nein. Nimm das Ding in die Hand. Sag mir bitte, dass das reicht. Oh nein. Du gehst nicht hier kaputt. Das war knapp. Ach, Link. Nein. Nein, nicht da hoch.
Wer jetzt? Nein. Nehme ich erstmal jetzt auch. Wobei, nein, ich nehme lieber den starken Exhalbogen. So. Oh, da steht eine Truhe drauf. Moment. Die ist mir ja gar nicht aufgefallen. Bisher. Na, hoch mit dir. Ein Opal. Ja, das ist eine gute Idee. Bleib ruhig so. Gut. Oh, noch eine Truhe. Sag mal, das habe ich hier nicht alles übersehen, um Himmels Willen. 10 Holzpfeile. Ah, ich glaube, wir sind gleich am Ziel. Das sieht aus, als ob das hier landen würde. Du machst doch jetzt hoffentlich keine Kurve da oben, oder? Nee, das sieht gut aus. So, da ist also eine Person. Bewegt sich noch gut. Ach ja, diese Geschwindigkeit. Heftig. Schnarch. Ja, jetzt heb das Ding bitte auf. Guck mal. Es bewegt sich in deine Richtung. Das war's für dich, habe ich gehört. Ah, Gott sei Dank. Sasan, das kommt jetzt etwas plötzlich, aber warst du schon mal im Dorf der Zoras? Ja. Verstehe. Ist das weit von hier? Eigentlich schon, ja. Verstehe. Ah, Entschuldigung. Hab ganz vergessen, mich vorzustellen. Sasan, mein Name. Ich bin ein fahrender Händler. Ich war eigentlich auf dem Weg zum Dorf der Zoras. Da habe ich in der Bucht ein Fass mit einem Brief drin entdeckt. Der Absender war eine Zora namens Fine. Seitdem bin ich hier und wir schicken uns Briefe hin und her. Meine Briefe werfe ich natürlich nicht ins Wasser. Ich gebe sie Reisenden mit, die auf dem Weg zum Dorf der Zoras sind. Hast du diesen Brief erfolgt? Ja. Wahrscheinlich hat sie dich gebeten herauszufinden, was für ein Typ ich bin, oder? In einem meiner Briefe habe ich mich als todesmutigen Abenteurer beschrieben. Danach wollte sie mich treffen. Leider bin ich ein ziemlicher Angsthase. Weit rumgekommen bin ich auch nicht. So kann ich wohl kaum zu ihr gehen. Tja, dumm gelaufen. Ich hätte wohl nicht lügen sollen. Innere Werte zählen. Innere Werte? Danke, dass du das sagst. Gut, ich sollte wohl einfach meinen Mut zusammennehmen und zu ihr gehen. Die Gefahr einer Flut in der Gegend scheint wohl auch abgewendet worden zu sein. In ihrem Brief hat sie geschrieben, sie wartet im Dorf der Zoras auf mich. Ich werde auf der Stelle dorthin laufen. Auf dem Weg erlebe ich ja vielleicht schon ein paar Abenteuer. Bis dann. Wir sehen uns im Dorf der Zoras. Schön. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.